Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Show von Path of Exile. Ja, ich bin wieder am Anfang, da der Totem extrem schwach ist und so und ich ihn einfach nicht euch so zeigen will, weil er extrem langweilig ist zum Spielen. Also die ganze Zeit der Totem hinsetzen und so ist recht langweilig. Da möchte ich jetzt einen neuen Charakter anfangen und euch einfach zwischendurch ein bisschen Nettes zeigen. Also jeden Part gibt es da einen kleinen Hüpfer, bis es wieder spannender wird. Und ja, also. Der Plan jetzt ist es, weil ich ja diesen Spell habe, Kinetic Blast. Möchte ich gerne Kinetic Blast MF Wonder machen. Und ja. Dafür muss ich zwar eben auch sehr viel MF betreiben, aber es ist immerhin ein Magic Finder, der etwas kann. Ja. Ich frage mich, ob ich jetzt mit der Wand angreifen soll schon. Ja, bis zum Boss kann ich das machen. Aber ihr seht, also es ist viel. Ja. Wie soll man sagen? Safer, also. Oder? Safer. Und, geht zwar ein bisschen länger, aber. Bis ich einen Bogen oder so habe. Ich könnte einen Quiver mitnehmen. So. Ja, das Spiel wurde nicht einfach, das wurde relativ schwer langsam. Also es wird relativ schwer und da muss man halt irgendwie taktisch, also wieder neu anfangen und so weiter. Und dann werde ich wahrscheinlich auch kein Let's Play machen, weil dann einfach zu lang geht und ja, eventuell Performance-Probleme hat und so. Ich hoffe, es geht gut, also. Ich denke, es geht schon relativ gut, weil ich recht viel gemacht habe. Ich muss kurz schauen. Einen Moment. Wo ist das? Ja. Gut, ich habe es doch nicht ausgewählt. Sonst hätte ich die Aufnahme neu beginnen müssen. Also, ich mache das jetzt. So. Und ja, gehe eigentlich zum Boss direkt. Noch kurz schauen, aha. Ja, so wird's schon viel besser. Aber die kann man leider jetzt hier nicht okay, man kann mit. So, jetzt kann man die kaputt machen. Lange so cool brauche ich nicht. Mhm. Ja, also eben, ich habe relativ viel Probleme mit Fraps und ein neues Aufnahmeprogramm, also Action-Aufnahmeprogramm, kann ich leider nicht kaufen, weil ich noch keine Kreditkarte habe. Ich hatte natürlich schon eine, aber ja, die ist natürlich, weiß nicht was. Die hat wahrscheinlich meine Schwester. Und bis dann muss ich halt noch kurz. Ja, müsst ihr ein bisschen Geduld haben und ich muss eben warten, bis ich ein Aufnahmegerät-Programm kaufen kann. So. So, mal gucken. Okay. Oh, jetzt kann ich meinen Selling Touch schon wieder nicht nutzen, oder? Das wäre nicht sinnvoll. Aber mein Lieblingsstab. Ich wollte einen Fireball Witch machen, aber irgendwie ist Fireball richtig schwach geworden. Ja toll, was soll ich mit den Gems? Fire Ding wäre noch richtig nice. Fire Trip. Ja, das kann ich leider noch nicht. 9 weg. So.
Dann schauen wir mal, was wir so für Gegenstände haben. Also mal Spell Speed. Nein. Den da. Physical Damage brauchen wir besser. Ist für uns besser. Und so. Mana natürlich. Physical Damage. Den hier. Den hier. 20 Physical Damage. Ja. So. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen Spell Damage. Also Spell Damage eher. Sockel Damage. Spell Damage brauchen wir jetzt nicht. Und den hier. So, ja, jetzt, was haben wir für Spell? Ja, lasse ich den an. Da noch kurz vergleichen. 27. Ja, ist schon besser. Ja. Okay, ich habe ja sonst noch zur Verfügung diesen, wie heißt der jetzt schon wieder? Power of Symphen, glaube ich, ja. Und da muss ich kurz schauen, ab wann der ist. Der Power of Symphen. Wie sieht denn da aus? Nichts Bark. Sonst nehme ich Baracke. Baretsch, wie man dem sagt. Power Symphen war doch so ein großes. Ah, bitte mach das ja besser erkenntlich, Riot. Riot, sag ich schon. Grinding Gear Games. Das ist Flame Blast. Ja, ist natürlich schwer, wenn man den Spell eigentlich nie benutzt. Den noch zu finden oder ob ich den schon weggeschmissen habe. Ja, dann benutze ich eigentlich den Ding. Er könnte auch hier sein, also das da. Ja, Power Symphon ab Level 10. Also ein Crimson Eye Effekt, Fast Attacks brauche ich, Zyklon brauche ich nicht. Und ja, ich werde ihn auf Auren machen, weil ich habe ja noch kein Bild, der richtig auf Auren fokussiert ist. Und natürlich auch auf MF, also so mache, dass ich genug Defensive habe. Wahrscheinlich nehme ich sogar die Ausweichpassiven. Und jo. Dann mal schauen. Also, was soll ich jetzt nehmen? Baracke kann ich noch nicht wählen. Ich kann aber Multischuss machen. Split Arrow. Split Arrow habe ich noch einen. Ich müsste gucken. Wo musste ich gucken? Speckle Throw. Ja, mit dem Stab wahrscheinlich nicht so effizient, ob er überhaupt geht. Ja, toll. Hier muss. Habe ich wirklich kein Split Arrow? Das ist eine Frechheit, also wirklich. Wahrscheinlich nur Hochlevelige, die ich nicht benutzen kann. Tja. Das ist schon schlecht, also bitte. So ein Split, das letzte Projekt, die möchte ich auch gerne hier hin tun. Oh Mann. Also hier hin. So. Ja, dann muss ich einen rund stufen lassen. Bringt es was? Level 4, also dann
Dann werde ich den einfach hier benutzen. So, und die Sachen kann ich ja jetzt weglegen. Einfach fortschmeißen, die sind nichts wert. So. Also geht's wieder los. So. Ja, die Geschwindigkeit ist schon groß, aber ob er genug Schaden macht, dann... Huje. Man kann es halt auch sehr schlecht voraussagen, wie stark er ist und so. Die meisten Guides, die so in Foren sind, sind für Profispiele, die alle Items schon haben und so. Und wirklich fast keine, die auf wenig basieren. Also gibt ein paar Budget-Versionen, aber die sind meistens hochlevelige Items notwendig oder so. Also, das Spiel ist halt für alle Leute, die schon richtig gut rauskommen und oder sehr viel Frustresistenz haben, aber das habe ich nicht. Da kommt mir auch nicht vorwärts. Wow, jetzt ist es da. Oh, jetzt ist so, später werde ich hier ausweichen, hier unten durch, aber momentan ist es noch nötig, oben durchzugehen, weil wir haben noch keine Auren. Und nix. Und ich frage mich, wie ich denn ja auf Elemental Damage gehen soll oder eher auf Physical Damage, muss ich dann noch schauen. Also wenn sich jemand hier gut auskennt, ich bräuchte eure Hilfe. Ja, es ist nicht leicht, also irgendwie das Spiel wurde ein bisschen schwer oder ich bin einfach nicht mehr so drin. Aber mit dem Totem, da wurde immer früher gesagt, der Totem sei die beste für Anfänger, die beste Skillung und ja, ich habe jetzt eigentlich, für Gravitius hatte ich ungefähr 5 Minuten oder noch länger. Weil Arc ist relativ, ja, da macht der Damage zwischen 1 und irgendwie 200 Schaden und das ist zufällig, wie viel Schaden du machst und nicht so gut, aber dafür extrem schnell und Totem sind nicht schnell. Ja, das kommt danach dazu und ja, die Reichweite ist da super, aber ja, der Damage, ich mag den Damage nicht. Deshalb lieber etwas, wo man selber die Hand in den hat. Einfach selber etwas macht, alles irgendwas machen lässt. Weil die KI der Zombies und der Raging Skulls und alles mögliche ist auch relativ schlecht. Da wollte ich so einen machen, aber ja, wenn man nicht die Resistenz dafür hat, ne, danke. Das sind für die Leute, die ja kein Problem mit KI haben. Kein Problem. Das habe ich leider nicht. Vielleicht spiele ich ja schon viel zu lange und habe dafür darum ein bisschen, ja, den Wunsch an besseren Sachen. Aber es macht mir nicht so viel aus, wenn es mir mal langweilig ist. Aber für ein Let's Play und so zum Aufnehmen möchte ich euch schon etwas bieten. Und deshalb mache ich eigentlich auf jede Art und Weise das Video besser. Ich möchte ja auch meine Sprache und so, meine Aussprache und alles mögliche ein bisschen besser machen. Aber dafür muss ich ja auch Geld haben, dafür muss ich wahrscheinlich sogar in einen Kurs gehen. Weil, ja, ich möchte euch nicht Schweizerdeutsch, sondern hochdeutsches Material bieten. Und dafür, ja, eben dialektfrei und so reden. Also schauen wir kurz mal Level. Okay, dann haben wir bald Split Arrow.
Das bietet uns schon ein bisschen mehr AOE-Damage. Oh, jetzt kommt der. Also muss der plötzlich jetzt hier kommen. Schon hier. Gott, Gott, Gott. Und es läuft eigentlich sehr gut, aber ich verstehe jetzt gerade nicht, wieso geht es momentan so flüssig. Also es ist ja positiv, aber ja. Eben, man ist schon verwundert, dass Flaps plötzlich wieder gut geht. Spellgames bringt überhaupt nichts hier. Ja, was soll ich denn tun? Ich mach's hier oben. Oder geht das gar nicht? Nein, das geht hier gar nicht. Wie soll man das wissen? Ja, okay, es ist ein Bogenskill, aber... Ja, jetzt habe ich leider nicht die Bögen hier, aber... Mit was soll ich angreifen, wenn ich mit Power-Symphen... Power-Symphen ist ja Level 10. Das mache ich mal so. Wie soll ich das machen? Ich hole mal die Bögen. Ich werde einfach am Anfang mit Bogen angreifen und dann später wechseln. Also, dann mache ich mal Character Selection. Und Dragos Ranger, der hat nämlich die Moves von Bogen. Ja, hier ist es. Level 22, den Bogen wahrscheinlich. Da wollte ich eigentlich nicht hier haben. So. Den hier. Was ist eigentlich der schnelle Bogen? Wo habe ich den schnellen Bogen? Da habe ich wahrscheinlich rüber getan, aber den brauche ich ja nicht, weil ich keinen Crit. Also Spell nach dem Crit Spell Bild mache. So. Dann wieder Drago Basler. Ah, okay. Moment kurz. Noch etwas. Noch etwas. Wo ist der Zyklon? Oder Tornado? Den muss ich noch kurz. Jo, der hat einen coolen Bogen. Aber den brauche ich ja nicht. Aber kein... Ja, dann muss ich doch zum anderen. Aber welches ist shit. Die da. Ich brauche ein bestimmter Muli. Aber welchen Muli brauche ich? Ja, es nervt. So, der hat nur zwei Handwaffen. Der alte Wanderer. So, mal schauen. Ja, der hat... Okay, der hat bessere Angriffe. Fallbauer, Symphen, Ruff. Okay. Und der... Attack Speed, gut. Power Synthen, auch gut. Ja, dann lösche ich den. So. Die hat, glaube ich, noch Sachen. Ja, die hat nichts. Vielleicht. Oh, ist das ein blöder Part jetzt mit dem Suchen.
Tut mir leid, das nächste Mal schneide ich es raus. Aber ich habe momentan ein bisschen Probleme mit dem Schneiden, weil mir auch ein gutes Programm fehlt, hat einfach die Entwickler immer mehr Geld verlangen. Hey, 230 pro Ding, 230 € für ein Schneideprogramm. Das ist nicht normal. Wieso müssen die Entwickler irgendwie mehr Geld verlangen? Tja. Die da? Komm bitte. Ja. Okay, da weiß ich, welchen Ding es war. Und jetzt muss ich noch schauen, welchen Bass ist. Ja. Dann lösche ich nicht. Da ist übrigens der Quellen wieder. Den tue ich rein hier. Ja, der ist leider schwach. Okay. So, jetzt haben wir sie. Jetzt können wir weitermachen. So. Den auch bitte. Oh. Bedienung ist leider auch nicht so gut. Oder ich bin einfach ein bisschen blöd. Ein bisschen blöd. Fünf. Frechheit. Okay, also. Dann machen wir weiter. Jetzt habe ich Split Arrow. Split Arrow für die Macht. Ah, ich mochte den Spell früher immer, aber er wurde auch wieder genervt und so. Vor ungefähr. Weiß nicht, wann es genervt wurde, aber. Ja, so ist er viel besser. Wenn ich mal machen möchte, dann mit Items, dann ist es ein Elementar. Ranger. Mit Split Arrow und. Ich glaube, Jin Sol ist der Bogen. Weiß ich jetzt nicht genau, aber vor allem ist dann richtig auch Statuseffekt und alles macht. Richtig cool. Oh, super Flame Trap. Ich mochte den Flame Trap auch früher mal richtig gut. Irgendwie wird alles, was so ja, leicht zu spielen ist, irgendwie erschwert und genervt. Finde ich ein bisschen blöd. Ist ja klar, dass die Spieler, die ja gut sind, mehr Herausforderungen möchten, aber damit sie dann alle, die ja nicht so oft spielen können, dann wegmachen, finde ich eine Freche. Aber trotzdem, ja. Ich kann ja zufrieden sein, dass es so ein gutes Spiel ist. Und irgendwie komme ich da schon durch. Spiele ich halt ein bisschen öfters zwischendurch, nicht in einem. In einem Let's Play, sonst seht ihr dann alles, was langweilig ist, auch drin. Also die ganzen Magic Runs und so, die möchte ich euch nicht zeigen. So, also gehen wir nach oben. Ich hoffe, es ist oben, aber ich denke schon. Sieht aber nicht so gut aus. Ja, es ist nicht oben, es ist nur das Nebengebirge. Ja. Also, dann gehen wir halt runter. 10, okay, nicht schlecht. Ja, in der Gilde, wo ich drin bin, gibt es auch wieder ein paar, die spielen einfach so die High Level. Ja, kann ich nicht mehr so viel Low-Level-Items reintun. Muss ich auch wieder ein bisschen improvisieren. Weil, er große High-Level-Items reintut, die mir den Weg sperren. Dann nehme ich die High-Level raus und tue sie für mich benutzen und tue die Low-Levels rein, und dann nervt das hier. Oh je. Nein, lieber nicht.
Aber eben, ich habe ja eigentlich genug Platz. Ich muss einfach die Sachen, die ich mitnehme, rausschmeißen. Und dafür schon wieder einer mit dem weißen Mantel. Ja, einfach die nehmen. Oh, das geht nicht. Dann hier. So. Ja, dann nehme ich halt einfach die Plätze, die ich noch habe. So, jetzt Frage. Das kann ich nehmen. Das? Nein, das ist für eher für Nahkämpfe. Beim 4 habe ich natürlich noch nichts, aber Power-Simpfen kann ich schon mal reinnehmen. Und dann greifen wir mit Power-Simpfen. Ja, okay, ist der nicht so gute Spell. Also nicht so AOE. Ich weiß da nicht, wie ich es nehmen soll. Ja, und was soll ich jetzt hier für ein Spell nehmen? Ich brauche alles nicht. Ein Willing Blade ist das Wichtigste eigentlich. So. Dann nehme ich hier noch so einen mit. Der andere kann ich auch mitnehmen. Der ist dabei für Level 6. Und ja. Ne, den benutze ich nicht. Das sind 12. So, mal kurz schauen hier. Ist leider nichts für mich dabei. Das ist ein besserer Quillrain. Redirecten sich, ich weiß jetzt nicht ungefähr für was man ihn braucht, aber wenn man zum Beispiel Lightning Damage macht und auch gerne friesen möchte, nimmt man den Helm hier. Ja. Also kurz schauen. Ja. Also ich werde noch kurz hier reingehen und das Portal nehmen und wir sehen uns dann fortgeschrittene wahrscheinlich dann hoffentlich schon mit dem Kinetic Blast Skill und ja. Bis denn, tschüss.